Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ey. Tja, die Straßen hier in New York sind ein wenig verwirrt. Wo will der denn lang? Ich wollte gerade sagen. Interessant programmiert, dass sie da überhaupt diese Knotenpunkte herumfahren. Und da lag meine Nummer 3. Die voll ausgerüstet war. Also zumindest vom Körper her. Und voll den geilen Body gehabt. Mann. Habe ich jetzt gerade einen unter der Brücke aufgesammelt? Ach, ich bin einfach so ein netter Mensch. Bitte nicht stehen bleiben. So. Und jetzt müsste ich einmal kurz... Weitergehen. Nein. Wieso? Weitergehen. Nein. Bitte nicht stehen bleiben. Bitte nicht weitergehen. Ach, das ist ein Turm. Nein, nein. Wer schießt denn hier? Meine... Ah, nein. Bitte nicht stehen bleiben. Alter. Polizei, legen Sie die Waffen nieder! Polizei! Ich hab keine Ahnung, wer schießt. Also, nicht die geringste. Ich seh's nicht. Bitte nicht stehen bleiben! Polizei, stehen bleiben! Hinweg! Nee, ich will jetzt keinen zweiten verlieren. Bitte nicht stehen bleiben! Also, da habe ich wirklich keine Lust zu. Bitte nicht stehen bleiben! Natürlich, komm jetzt. Ich glaube, ich muss mich gar nicht entscheiden, ob ich neu starten will. Das machen die schon von sich aus. Ja. Ach du Heiliger. Und dann kann ich wenigstens was testen. Ne, der macht auch nicht mehr Schaden. Ja, komm. Das dauert zu lange. Ich starte das gleich neu, weil das lohnt einfach nicht. Ui, das ist dann mal wieder eine etwas schwerere Mission. Pulslaser. Ausgewählt. Nun gut, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie bewältigt kriegen. Dabei will ich mich gar nicht mit denen anlegen, aber ich glaube, selbst wenn ich nichts ausgewählt habe, krieg von denen auf den Deckel. Oder? Ja. Ich komme mit diesem Pulsleser nicht so klar. Ah, wildes Geklicke. Da ist auch der erste gleich wieder tot. Da ist schon wieder einer gestorben. Ach komm schon, was ist denn das für ein Beginn? Das muss ja jetzt nicht sein. Elektrokeule. Wäre besser? Ausgewählt. Die sind voll ausgerüstet, also vom Körper 3. Mehr kann ich nicht machen. Und trotzdem kacken die da so ab. Oder ich kacke ab, besser gesagt. Wo waren die? Hier links waren sie. Oh. Ich könnte die anlocken. Pulslaser. Ausgewählt. Nee, nicht Pulslaser, sondern das. Ausgewählt. So. Maschinenkanone. Maschinenkanone. Na, was ist mit dir? Alter, 3 ist doch wieder gleich tot. Lauf da bitte weg!
Der Anfang, ne? Und jetzt gibt's hier... Oh, ehrlich, doofe Mauer. Und jetzt gibt's natürlich wieder keine Möglichkeit zu speichern. Ja, ist ja wieder sehr genial. Da kommt jetzt wieder das... Also ich glaube, es versucht zumindest zu kommen, das Taxi. Ausgewählt. Was macht es da? Wo will es hin? Hä? Was ist mit dir? Der will doch sicherlich zu mir, oder was? Hä? Keine Ahnung, was er da macht. Jetzt kommt er, glaube ich. Wo will er denn jetzt hin? Was ist mit ihm? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was das sollte, aber gut. Wenn ich wüsste, wie man die da rauskriegt. Überzeugstrahler. Wusste man nicht. Ja. Pulslaser. Ausgewählt. Lunch, also es lohnt sich schon, wenn alle aufgeladen sind. Oder auch nicht. Hä? Nö, gut, lohnt sich nicht. Okay. Oder wenn ihr das alleine macht, dann ist das okay. Das war jetzt unerwartet. Ich glaube, der Mann hatte noch Sprengstoff dabei. Würde ich mal glatt von ausgehen. So, was wir jetzt noch machen, ist... ich glaube, ich würde schon ganz gerne... Ach ja, stimmt, die waren ja auch noch hier. Oh Gott, die habe ich schon wieder vergessen. Uiuiuiui. Oh, die mache ich mit dem kaputt hier. Überzeugstrahler. Maschinenkanone. Maschinenkanone. So. Maschinenkanone. Ausgewählt. Na? Was ist denn mit ihm, Mensch? Zappelt da so rum. So, jetzt kommt der Kollege noch dran. Und irgendwo gammelt hier noch einer ab. Da. So, jetzt muss ich kurz gucken. Die da oben kann ich wahrscheinlich nur schlecht einnehmen. Ich hatte jetzt nicht... Hä? Moment, wo muss ich jetzt überhaupt mal hin? War das hier? Nee. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Wo war dann? Einmal kurz nach links drehen. So. Da oben war's. Bitte nicht stehen bleiben. Ja, ist ja gut. Bitte nicht stehen bleiben. Also die Polizisten muss ich nicht unbedingt mit einnehmen, aber ich würde schon mal... Weitergehen. Ich muss da ja hoch. So oder so. Weitergehen. Läuft die Dame hier schon rum? Bitte nicht stehen bleiben. Ja, die Dame läuft da auch schon rum. Bitte nicht stehen bleiben. Ach, halt doch mal. Warum schreit er denn so? Weitergehen. Überzeugstrahl. Wir holen uns hier mal ein paar. Denn ich habe keine Ahnung, was ich genau machen kann, um den Turm da schon wegzukriegen. Ich könnte mit der Sprengstoffladung den rechten Turm... Nee, kann ich nicht. Mist, dann wird die Brücke wahrscheinlich mit kaputt gehen und ich komme da gar nicht mehr hoch. Das wäre auch ungünstig. Bitte nicht stehen bleiben. Bitte nicht stehen bleiben. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Die Frage ist, komme ich da so rein? Also ohne den anderen Kollegen. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist wieder die Bank.
Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich so viele Leute hier habe, aber gut. Dann können die sich hier schon mal ein paar Waffen nehmen. Wo war der Kleinkrieg mit den Soldaten? Wo war denn das jetzt nochmal? Nee. Die Map ist schon recht groß. Hier oben liegen einige Sachen rum. Hier könnt ihr euch noch ein paar Waffen nehmen. Und wenn ich dann die Waffen habe, dann kann ich... jetzt muss ich kurz überlegen. Dann kann ich zu den Milizen... Da die Waffen noch aufsammeln. Ah, da ist Polizist. Nee. Oh, ist da ein Bläulig auch auf der Map. Egal. Dann kann ich zu den Milizen gehen, dann können die sich da noch Waffen sammeln. Dann die Bank ausrauben. Die Cops dann wegmachen. Dann Waffen. Und dann müsste ich hoffentlich genug Feuerkraft haben, um da oben rein zu marschieren. Wenn sie mir die nicht wieder alle wegknallen. So, nimmt mal mit. Hier auch noch einmal. Ist ein bisschen mühselig und dauert natürlich auch ein bisschen länger, aber muss ich ja machen. Die Mission ist ja jetzt nicht gerade ein Zuckerschlecken. Oder ich gehe sie einfach nur falsch an, das kann ja auch sein. Vielleicht will ich wieder zu viel. So, jetzt aber zu den Leichen der Milizen. Wo waren die? Wo habe ich hier den großen Krieg gefochten? Hier liegt was. Dann gehen wir mal hier hin. Ach ja. Ist hier in der Nähe. Hier war das, ne? So, wo bleiben sie? Da oben. Kann ich hier gleich noch ein paar mitnehmen? Hä, wo bleiben die denn? Leute? Warum? Warum? Ach wirklich? Hört aber auf. Wieso rennt ihr da lang? Wo ist denn das Problem? Manchmal, ne? Es hängt da eine... Ich sag da nichts zu. So, einfach Waffen einsammeln, Jungs und Mädels. Sehr schön. Hier hinten liegen auch noch ein paar. Die nehmen wir uns auch noch mit. Falsch rum. So rum bitte. Genau. Ui. Was ist das hier für ein Gebäude? Egal. Na gut, da oben rauf. Na gut, da oben wird wohl keiner raufkommen, wollte ich eigentlich sagen, aber... danke? Gut, das war's dann, glaube ich. Dann gehen wir jetzt mal gleich zur Bank. Warum ist denn das jetzt wieder so laut? Ich glaube, die Kopfhörer sind jetzt die zu gut, zu laut. Und ich habe das schon in der Lautstärkeregelung von Windows irgendwie schon auf 25% runtergeregelt, aber das fetzt mir einfach auch die Ohren hier weg. Wo ist denn? Hier ist die Bank. Ja, ist ja gut. Bitte nicht stehen bleiben. Ja, ist ja gut. Polizei, stehen bleiben! Ja, warte, nur stehen bleiben oder nicht stehen bleiben? Schalt dich mal. So, wir gehen jetzt mit allen hier hin. Bitte nicht stehen bleiben. Wer war das denn schon wieder? Ach, hör doch mal auf, meine Leute zu überfahren, Mensch. Dann warten wir mal. Als würden die das mit Absicht machen. Dann warten wir, bis alle da sind. Dann jagen wir die Bank in Luft. Dann hoffen wir, dass die Cops da hinten hinkommen. Knallen wir die weg. Und ja, ich sehe schon kommen. Die Polizeiwagen werden dann genau hier reinkrachen. Und ich kann nicht weg.
So in etwa wird es wahrscheinlich ausgehen. Bitte nicht stehen bleiben. Na, wie lange dauert es noch? Oh. Weitergehen. Bitte nicht stehen. Ach Quatsch, weiter hier. So. Weitergehen. Gut. Bitte nicht stehen bleiben.